Vorsatz. Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, nicht um seinetwillen. Denn der Leser wird einen einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Mann in ihm kennenlernen, sondern um der Geschichte willen, die uns in hohem Grade erzählenswert scheint. Wobei zu Hans Castorps Gunsten denn doch erinnert werden sollte, dass es seine Geschichte ist und dass nicht jedem jede Geschichte passiert. Diese Geschichte ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen. Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil. Denn Geschichten müssen vergangen sein. Und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie in ihrer Eigenschaft als Geschichten. Und für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts. Zeit, sagt man, ist Lethe, aber auch Fernluft ist so ein Trunk. Und sollte sie weniger gründlich wirken, so tut sie es dafür desto rascher. Dergleichen erfuhr auch Hans Castorp. Drittes Kapitel. Frühstück. Sieben Tische standen im Speisesaal, die meisten in Längsrichtung, nur zwei in die Quere. Es waren größere Tafeln für 10 Personen jede, wenn auch die Gedecke nicht überall vollzählig waren. Nur ein paar Schritte schräg in den Saal hinein und Hans Castorp war schon an seinem Platz. Joachim plauderte formell mit Frau Stöhr, er erkundigte sich nach ihrem Befinden und vernahm mit korrektem Bedauern, dass es zu wünschen übrig lasse. Sie klagte über Schlaffheit. Ich bin so schlaff, sagte sie gedehnt und zierte sich auf ungebildete Weise. Auch hatte sie beim Aufstehen schon 37,3 gehabt und wie werde es da erst nachmittags sein? Die Ausschneiderin bekannte sich zu derselben Körpertemperatur, erklärte aber, dass sie sich im Gegenteil aufgeregt fühle, innerlich gespannt und rastlos, so als stände ihr etwas Besonderes und Entscheidendes bevor, was doch gar nicht der Fall sei, sondern es sei eine körperliche Erregung ohne seelische Ursachen. Total anämisch natürlich, sagte er, indem er ohne weiteres auf Hans Castorp zutrat und ihm mit Zeige und Mittelfinger ein Augenlid herunterzog. Selbstverständlich total anämisch, wie ich sagte. Wissen Sie was? Das war gar nicht so dumm von Ihnen, dass Ihr Hamburg mal auf einige Zeit sich selbst überließen. Ist ja eine höchst dankenswerte Einrichtung, dieses Hamburg. Stellt uns immer ein nettes Kontingent mit seiner feuchtfröhlichen Meteorologie. Schnee, sagte Joachims Stimme hinter der Glaswand. Was meinst du mit Schnee? Fragte Hans Castorp darauf. Du willst doch nicht sagen, dass es jetzt schneien wird. Sicher, antwortete Joachim. Den Wind, den kennen wir. Wenn der kommt, dann gibt es Schlittenbahn. Unsinn, sagte Hans Castorp. Wenn mir recht ist, so schreiben wir Anfang August. Aber Joachim hatte wahr gesprochen, eingeweiht wie er war in die Verhältnisse. Denn binnen weniger Augenblicke setzte unter wiederholten Gewitterschlägen ein gewaltiges Schneetreiben ein. Ein Gestöber so dicht, dass alles in weißen Dampf gehüllt erschien und man von Ortschaft und Tal fast nichts mehr erblickte.
Es schneite den ganzen Nachmittag fort. Die Zentralheizung ward angezündet. Und während Joachim seinen Pelzsack in Benutzung nahm und sich im Kurdienste nicht stören ließ, flüchtete sich Hans Castorp in das Innere seines Zimmers, rückte einen Stuhl an die erwärmten Röhren und blickte von dort unter häufigen Kopfschütteln in das Unwesen hinaus. Am nächsten Morgen schneite es nicht mehr. Aber obgleich das Außenthermometer einige Wärmegrade zeigte, war der Schnee doch fußhoch liegen geblieben, sodass eine vollkommene Winterlandschaft sich vor Hans Castorps verwunderten Blicken ausbreitete. Man hatte die Heizung wieder ausgehen lassen. Die Zimmertemperatur betrug 6 Grad über Null. Das ist so sonderbar. Krank und dumm. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, aber mich mutet es ganz eigentümlich an, wenn einer dumm ist und dann auch noch krank. Wenn das so zusammenkommt, das ist wohl das Trübseligste auf der Welt. Man weiß absolut nicht, was man für ein Gesicht dazu machen soll. Einem Kranken möchte man doch Ernst und Achtung entgegenbringen, oder? Krankheit ist doch gewissermaßen etwas Ehrwürdiges, wenn ich so sagen darf. Aber wenn nun immer die Dummheit dazwischen kommt. 4. Kapitel. Exkurs über den Zeitsinn. Als sie vom Essen wieder heraufkamen, lag das Paket mit den Decken schon in Hans Castorps Zimmer auf einem Stuhl. Und zum ersten Mal machte er an diesem Tage Gebrauch davon. Der geübte Joachim erteilte ihm Unterricht in der Kunst, sich einzupacken, wie es alle hier oben machten, und jeder Neuling es gleich erlernen musste. Man breitete die Decken, eine und dann die andere, über das Stuhllager, sodass sie am Fußende ein reichliches Stück auf dem Boden hingen. Dann nahm man Platz und begann, die innere um sich zu schlagen. Zuerst der Länge nach bis unter die Achsel, hierauf von unten über die Füße, wobei man sie sitzend bücken und das gefaltete Ende doppelt fassen musste, und dann von der anderen Seite, wobei der doppelte Fußzipfel gut an den Längsrand zu passen war, wenn die größtmögliche Glätte und Ebenmäßigkeit erzielt werden sollte. Danach beobachtete man genau dasselbe Verfahren bei der äußeren Decke. Ihre Handhabung war etwas schwieriger und Hans Castorp als Stümper und Anfänger ächzte nicht wenig, indem er sich bückend und wieder ausstreckend die Griffe übte, die man ihm lehrte. Nur einige wenige Altgediente, sagte Joachim, könnten beide Decken gleichzeitig mit 3 sicheren Bewegungen um sich schleudern. Aber das sei eine seltene und geneigte Fertigkeit, zu der nicht nur langjährige Übung, sondern auch eine natürliche Anlage gehöre. Sie kommen aber spät zum Konzert, Herr Settembrini. Es muss ja bald aus sein. Hören Sie nicht gern Musik? Nicht gern auf Kommando, erwiderte Settembrini. Nicht nach dem Wochenkalender. Nicht gern, wenn sie nach Apotheke riecht und mir von oben herab aus sanitären Gründen zugemessen wird. Über das Wesen der Langeweile sind vielfach irrige Vorstellungen verbreitet. Man glaubt im Ganzen, dass Interessantheit und Neuheit des Gehaltes die Zeit vertreibe, das heißt verkürze, während Monotonie und Leere ihren Gang beschwere und hemme. Das ist nicht unbedingt zutreffend. Leere und Monotonie mögen zwar den Augenblick und die Stunden dehnen und langweilig machen, aber die großen und größten Zeitmassen verkürzen und verflüchtigen sie sogar bis zur Nichtigkeit. Umgekehrt ist ein reicher und interessanter Gehalt wohl imstande, die Stunde und selbst noch den Tag zu verkürzen und zu beschwingen. Ins Große gerechnet jedoch verleiht er dem Zeitgange Breite, Gewicht und Solidität, sodass ereignisreiche Jahre viel langsamer vergehen als jene armen, leeren, leichten, die der Wind vor sich her bläst und die